Fußball oder Familie? Ganz klar, Familie. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin ja jetzt auch vor 4 Wochen zum Glück noch mal das 3. Mal Vater geworden und da geht nichts drüber. Kaffee oder Tee? Also ganz klar Kaffee. Ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Habe mir deswegen auch angewöhnt, Kaffee nur noch schwarz zu trinken, weil ich glaube, wenn ich dann immer jedes Mal Zucker und Milch dazu kippen würde, ich muss eh ein bisschen auf meine Linie achten. Deswegen ja, ohne Zucker und auf jeden Fall viel Kaffee. Frühaufsteher oder Langschläfer? Ja, ich habe ja 3 Kinder und deswegen zwangsläufig eher Frühaufsteher. Obwohl ich dann auch mal, wenn ich Zeit habe, auch nicht lange schlafen kann, weil irgendwie ist man so die innere Uhr, dass man eh immer früh aufsteht. Und ich finde es auch besser, hat man auch ein bisschen mehr vom Tag. Gin Dobre oder guten Tag? Gute Frage. Natürlich eher guten Tag. Ja, du spielst dir an, meine Eltern kommen ja aus Polen und ja, ich kann leider kein Polnisch, was ich so ein bisschen bereue jetzt so im Nachhinein, aber ist ja nicht schlimm. Also von daher beides gut, aber natürlich dann, weil ich eher Deutsch spreche oder eigentlich nur Deutsch spreche, dann guten Tag. Bay Arena oder Berliner Olympiastadion? Ja, ganz klar Berliner Olympiastadion. Hab da mal auch ein Tor gemacht mit Dortmund, wo wir gegen Hertha gespielt haben. Ja, und an die Bay Arena habe ich auch nicht so gute Erinnerungen. Weiß ich auch noch eine Zeit. Mit Dortmund haben wir gegen Leverkusen gespielt. Habe ich mir leider eine schwere Verletzung zugezogen, wurde da gefoult. Und von daher ganz klar Olympiastadion. Tanz oder PlayStation? Ja, dann eher PlayStation, obwohl ich das auch nicht wirklich häufig mache oder eigentlich gar nicht. Ich kriege es bei meinem Sohn jetzt öfters mit, der hat eine PlayStation, spielt auch öfters mal. Und aber ich selber habe bei beiden nicht so den Bezug, obwohl meine Frau ja auch eine Tanzlehrerin ist. Aber aufgrund der aktuellen Situation ist das ja auch schwierig. Wein oder Bier? Da auch ganz klar Wein. Trinke gerne Rotwein. Weißwein auch, aber eher Rotwein. Habe mir jetzt auch vor kurzem für meine Küche so einen kleinen Weinschrank gekauft und bin dann so ein bisschen auch so ein Wein-Experte nicht, aber kenne mich schon ganz gut aus mit Wein. Halb leer oder halb voll? Ja, eigentlich immer halb voll. Obwohl man sich selber manchmal ertappt, dass man immer denkt, ah, oder Sachen manchmal ein bisschen zu negativ sieht. Aber man muss positiv sein und deswegen halb voll. Spieler oder Trainer? Ja, jetzt ganz klar Trainer. Es macht mir riesig Spaß, der Job, obwohl man jetzt dann natürlich auch merkt, dass natürlich als Trainer der ganze Tag halt ein ganz anderer ist als Spieler. Als Spieler war ich sehr gerne Spieler und jetzt als Trainer bin ich halt sehr gerne Trainer. Klein- oder Großfamilie? Großfamilie. Ne? Ich bin jetzt, hätte ich auch nie gedacht, ich habe jetzt 3 Kinder und von daher Großfamilie. 5:4 oder 1:0? Auch klar, 1:0 lieber. Ich glaube, wichtig ist immer, dass die 0 hinten steht und nach vorne kann man immer einen machen. Und ich bin kein Fan von vielen Gegentoren. FC oder Viktoria? Ach, die Frage ist ja. Ja, ganz klar Viktoria, natürlich. Ich bin jetzt, glaube ich, schon jetzt, ich bin im Januar 2014 gekommen und bin dann jetzt 7 Jahre hier und fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Hätte ich nie gedacht, dass ich so lange hier bin oder bleibe und von daher ganz klar Viktoria. Schalke oder Dortmund? Ja, da gibt es auch keine zwei Meinungen, ganz klar Dortmund. Ja, bin ja Dortmunder Junge auch sozusagen, da auch in der Jugend gespielt, alles durchgemacht, von daher ganz klar Dortmund. Läufer oder König? Also auf keinen Fall Läufer. Ich bin auf keinen Fall ein Läufer. Ich habe das jetzt auch so nach der Karriere gemerkt. Also in meiner aktiven Zeit bin ich auch nie gerne gelaufen, muss ich sagen, aber habe mich, natürlich musste ich das machen, habe mich da auch immer gequält, auch sage ich mal. Von daher jetzt, seitdem ich nicht mehr aktiv spiele, mache ich das auch nicht sehr gerne. Ich hoffe, dass das nochmal kommt, weil man hört ja immer von vielen, ja, ich habe mit dem Laufen angefangen, das ist total die Leidenschaft geworden. Ich habe das für mich noch nicht so entdeckt. Ja, König. Ja. Cool, König auch nicht, von daher beides nicht. Burger King oder Nudeln? Boah.
Ja, dann lieber Burger King anstatt Nudeln. Also ich habe auch in der ganzen Zeit, jetzt seit im Fußball, wenn du im Fußball unterwegs bist, isst du ja so viel Nudeln. Da gibt es schon um 11 Uhr Nudeln, dann nochmal Nudeln. Also von daher lieber Burger King.